So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Und dieses Mal haben wir hier was kleines Spezielles in Sachen Ortskrebse. Das sind nämlich Kaltwasserfeenkrebse. Branchinecta lindali. Und ja, die habe ich jetzt schon seit einer ganzen Weile hier auf dem Dachboden stehen. Bei einer Schlupftemperatur von ungefähr 8 Grad. Zwischendurch waren mal ungefähr 4 Grad, da hatte ich aber auch einen Verlust bei den Feen hier. Und jetzt sind ungefähr 6 Grad hier im Becken und in der Umgebung. Ja, wie man sieht, hier im Vordergrund, da ist ein Weibchen. Die Weibchen sind momentan sehr inaktiv. Die Männchen schwimmen hier noch munter durchs Becken. Relativ munter, wenn man bedenkt, dass nur 4 Grad hier im Becken sind. Oder 6 Grad manchmal. Und ja, es legen auf jeden Fall schon viele Tiere Eier. Es müssten jetzt schon ungefähr 16 Tiere müssen es insgesamt sein. Das da ist übrigens eine andere Fee, die da so braun ist und gerade durchs Becken schwebt. Und ja, mal gucken, ob ich das große Weibchen finde. Ich habe nämlich ein riesiges Weibchen im Becken, was schon die 2 cm erreicht hat, die sie maximal groß werden. Kann ich mal von oben reingucken, ob man das da hinten dieser gelbe Fleck vor der Scheibe ungefähr da, wo der kleine Ast ist, da in der Mitte, da drüber ist ein kleiner gelber Fleck und das ist der groß weibliche Feenkrebs. Ja, wie man sieht, hier gerade überall leben im Becken von oben und unter Wasser sieht es auch ziemlich gut aus. Ich bin schon am Überlegen, das Becken ein Stückchen weiter runter und festzustellen, was hier langsam wirklich sehr kalt wird. Obwohl in den nächsten Tagen die Temperaturen nochmal hochgehen sollen. Das ist das auch noch ein Weibchen. Genau da. Und ja, dass sie dann mal ein bisschen höhere Temperaturen haben. Mal sehen. Angesetzt sind sie übrigens auf Regenwasser gemischt mit destilliertem Wasser. Auf Wiesenerde, beziehungsweise Erde, die ich von einer schadstoffunbelasteten Wiese genommen habe. Ja, dahin sieht man das ganz große ausgewachsene Weibchen. Mit dem riesigen Eiersack sieht man da hinten ganz, ganz schwach. Da ist es. Und das lebt auf jeden Fall noch. So. Ja, der Schlupf hat bei denen ungefähr 2 Wochen gedauert. Weil es war erst ungefähr 5 Grad. Und dann ist die Temperatur hochgeschnellt. Innerhalb von ein paar Tagen auf 8 Grad und dann sind sie geschlüpft. Ja, hier von den 16 Tieren haben wir einen ziemlich großen Männchenanteil. Ich glaube, es müssten 8 Männchen oder so sein. Also insgesamt sind mindestens 8 Männchen. Muss nochmal genau durchzählen. Und ja, ich mache hier eigentlich gar nichts an dem Becken, außer hin und wieder mal ein bisschen Wasser aufzufüllen. Aber ansonsten sind die hier sich selbst überlassen. Ja. Und bald gibt es wahrscheinlich auch noch eine andere Art zu sehen. Aber das dauert noch ein paar Tage, bis die ein Stückchen größer sind. Man sieht, ich zittere. Ja, es ist echt kalt. Wie gesagt, 6 Grad. Die sitzt ja im Pullover. Also dann, bevor ich hier noch meine Erkältung hole oder sowas, macht's gut, Leute. Einen schönen Tag euch noch. Und ciao.